ist bei der Bundespolizei am Hinterarbeiten. Heute wieder muss er den ganzen Tag seine Schicht schieben, seine Arbeit nachgehen. Und abends eben hier bei uns im Velodrom auch einer der Top-Sprinter. Hier sind in Berlin zu Hause der deutsche Meister mehrfach bei den Junior Weltcup Zweiter, Weltmeister bei den Junioren. Meine Damen und Herren, Sebastian Dürer! Sebastian Dürer im Trikotverein des RSV Werder Otto. Nach selbstverständlich nach dem früheren Sprintweltmeister, der auch mit Sonntag in meinem Lotentreff der früheren Stars dabei war und auf der Bahn unterwegs war, gemeinsam mit Juli Geschke, ist der Weltmeister geworden auf der Bahn im Tandem-Sprint. Juli Geschke, der Vater von Simon Geschke aus Berlin, der ist ja gerade für die kommende Saison der Straße einiges vorgenommen hat. Das ist der Teamkollege von Roger Kluge, den wir nachher auf der Bahn sehen werden. Aber bleiben wir bei den Sprintern da drüben auf der Linie-Gerade bei dem Jüngsten an der Spitze mit 19 Jahren aus Chemnitz, Stefan Böttcher und Sebastian Dürer, 26 Jahre alt, gebürtig aus Ruhr, mittlerweile in der Hauptstadt zu Hause. Das ist Sebastian Dürer. Und die Männer schon ziemlich nervös. Ach Leute, das ist nur mal Applaus für die Siegeskarte bei einer Minute. Die letzte Vorstellung bei Berliner Sechstagerennen der Sprinter. Da sind sie weg. Dann hören wir das wieder von Ihnen im Februar beim Weltcup in London. Im April bei den Weltmeisterschaften in Melbourne, Australien. Und im August von den Olympischen Spielen in London. Die Jungs haben die Möglichkeit, ja. Jetzt zog der erste. 80 Sekunden hat das Ganze gedauert. 1,20 und jetzt geht's los. Sebastian Dürer an der Spitze. Und jetzt jagt der Junge, der Stefan Möttinger, merkt ihn vor sich hin. Ja.